Melanie, willst du auch noch ein Türmchen bauen? Das nächste Mal. Jetzt nochmal so eine Verzierung. Du könntest meinen, es ist bereits Weihnachten und das ist der erste Frischbaum. Ist doch schön. Guten Morgen miteinander. Morgen zusammen. Abdul ist wieder hier. Das Wetter ist hervorragend. Ja, und auch die nächsten paar Tage bleibt das Wetter wunderschön, schön, bei 20 schön, Grad. Ja, unsere Pause, wir freuen uns richtig drauf. Auf ja. Schönen Zimmer. Auf Badwanne vor allem. Auf Badwanne, ja. Der Weg bis dahin war sehr schön. Ich habe heute Morgen in den Insta-Stories gesehen, dass der Marcel um 4:30 aufgestanden ist. Wow. Eine Lerche. Ja, das ist krass. Und das, obwohl er 23:03 auf die Welt gekommen ist. Ja, aber am Morgen sind die Sounds, die er einmal aufnimmt, sicher am besten. Da hat er noch nicht so Einfluss vom Verkehr von anderen Leuten. Dann hat er wirklich Ruhe, um seine Soundeffekte aufzunehmen. Der Morgen war so ein Laxi. Aus einem einfachen Grund. Ich habe gestern das Zimmer noch inspiziert. Kontrolliert. Und vieles hat einfach die Bettwanze hingedeutet. Man will es nicht wie nicht wahrhaben. Wir sind gestern in die Schlafsäcke rein und nicht in die Decken rein. Aber die Anzeichen von der Deckenliste, wo es überall wie kleine schwarze Punkte hat, im Bettrahmen hat es schwarze Punkte gehabt, die Laken haben schwarze Punkte gehabt. Es hat alles auf die Bettwanze hindeutet. Man sollte eigentlich dann reagieren und nicht einfach die stur ignorieren. Das haben wir leider gemacht und denkt, ja, es kommt schon gut, es hat schon keine Bettwanze, obwohl alles darauf hindeutet hat. Heute Morgen sind wir aufgewacht und unter der Wand habe ich schon bereits zwei Bettwanzen gesehen. Das Problem ist, ich bin allergisch gegen Bettwanzen. Sogar sehr stark. Ja, in der Regel ist es 2 bis 10 Tage, nachdem wir also, ja, merkt man, fängt es an jucken und dann fängt es wirklich extrem an. Ich bin dann sofort, Melanie hat mich gedrängt, ich bin natürlich wieder stur gewesen, zu der Apotheke gegangen, das Antiallergikum gepostet und Cortisonsalbe. Es ist bereits das dritte Mal jetzt, wo ich mit Bettwanzen zu kämpfen habe. Irgendwie ziehe ich die Viecher an. Aber das Antiallergikum und die Cortisonsalbe, ihr seht, ich bin da verdeckt, der Kopf ist eigentlich bereits schon voll. Man sieht es eigentlich schon sehr gut, die Strassen. Es ist sehr außergewöhnlich, weil in der Regel sieht man es erst 1-2 Tage später. Wieso das jetzt schon die Reaktion da ist, das weiss ich nicht. Das kann vielleicht der Arzt beantworten. Heute Morgen habe ich noch die Inhaberin angerufen, sie darauf hingewiesen, das Zimmer darf sie nicht mehr vergeben. Das ist ein massives Bettwanzenproblem, das in diesem Zimmer ist. Und Spuren, die sieht man einfach überall. Wirklich, man sieht sie überall. Sie hat gesagt, ja, es wird jeden Tag gereinigt und es hat noch nie irgendetwas Problem gehabt. Und das hat sie etwa 10 Mal gesagt. Sie hat gesagt, dass sie ausgebucht ist, super. Das heisst, sie nimmt das Problem nicht ernst und darum tue ich es jetzt auch hier erzählen, einfach aus dem einfachen Grund, wie sie das Problem nicht ernst nimmt. Ich habe auch gesagt, dass ich allergisch bin, jetzt in die Apotheke gehen muss, Medikamente posten, auch das. Keine Reaktion, also, nichts. Die Gastgeberin hat jetzt gesagt, es tut ihr sehr leid, dass sie die Spuren übersehen hat und sie kommt und man soll die Quittung anlegen und sie zahlt. Das sind ein paar Euro. Oder es wäre ein Schiste gewesen und auch irgendwie. Ja, vielleicht sagen es einem leid, dass man das nicht gesehen hat und man schaut, dass man die Leute irgendwie umquartieren kann. Weil es ist ja nicht nur das Problem, dass die Leute nachher unter diesen Bettwanzen zu leiden haben. Weil das beißt wirklich wie die, oder? Und der Marcel hat so eine krasse Allergie, dass es bei ihm sogar nesseln. Also die stehen richtig hervor und da leidet man wirklich sehr, sehr, sehr drunter. Und das Problem ist zusätzlich noch, dass die Leute die Bettwanzen mitnehmen in die nächsten Herbergen. Oder? Und das geht weiter und weiter und weiter. Und das ist ein Scheissdreck. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Ja, wir werden heute Abend sicher alles mal in die Badwanne reinrühren. Also ich hatte zum Glück, es war kalt, darum hatte ich einen Ganzkörperanzug, das heisst Trainerhose, Zeug hatte ich an. Und ein T-Shirt, normalerweise schlafe ich nur in der Unterhose, aber beim Hinterkopf da hinten habe ich also, das Wender jetzt momentan noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es noch ein Foto, ich weiss es nicht.
Das letzte Mal ist es wirklich Das letzte Mal extrem schlimm. 70 Bisse hatte ich. Und teilweise waren das solche dunkelblaue, entzündete Stellen. Mhm. Mit dem Antiallergikum, mit der Cortisonsalbe hat es dann langsam angefangen zu bessern. Aber ich bin durch die Hölle. Also, ich ratze da in Blutung. Und mit dem darf nicht so stur sein und sagen, ja, es kommt schon gut. Nein, man muss reagieren, vor allem wenn man allergisch ist, so wie ich. Aber ich bin zum Teil auch stur und denke, ja, es kommt schon gut. Melanie, ich bin froh, sie drängt mich einmal, tut sofort reagieren, gehen ein Medikament posten. Und das habe ich heute Morgen gemacht. Es ist schade, dass die Inhaberin das nicht, dass sie das nicht ernst nimmt. Es wäre gut gewesen, wenn sie gekommen wäre. Aber sie ist nicht einmal anschauen. Wir haben ja gesagt, dort die Spuren. Und sie hat nicht einmal gesagt, oh, ich will mir die bitte zeigen. Also ich. Wenn ich dann aber wäre, ich würde die Spuren gerne sehen. Und dann kann man nämlich auch punktuell mit dem Kammerjäger dahinter gehen. Aber sie nimmt es nicht ernst. Und ich nehme ihr das ehrlich gesagt nicht ab. Also ich rede nicht. Nein, die Spuren sind schon alt. Ich rede nicht gerne schlecht über andere Menschen, aber ich bin sicher, also ich nehme mir das nicht ab, dass noch nie jemand reklamiert hat gegen Bettwanzen. So, und jetzt genug Negativität. Etwas Schönes noch. Das Gute ist, wir haben gerade eine Apotheke nebendran. Wir haben sofort das Antiallergikum posten können. Salbe, können wir das Schlimmste verhindern. Das wäre natürlich schon mega gut. Wenn irgendjemand weiss, wieso dass ich jetzt innerhalb kurzer Zeit schon die Auswirkungen habe, dann wäre ich froh, wenn ich da von jemandem wenn man das irgendjemandem könnte erzählen, wieso die Reaktion jetzt so schnell erfolgt und nicht erst nach zwei bis zehn Tagen. Ja, letztes Mal ist es 2 Tage gegangen, gell? Ja. Jetzt ist es wenige Stunden gewesen, oder vielleicht sogar nur eine Stunde. Wenn ihr mal etwas habt, dann der Inhaber, der Host, wäre immer informieren, so wie es wir gemacht haben, dass sie eine Möglichkeit haben zu reagieren. Ja, jetzt da ist es einfach schade. Es ist ein schöner Tag heute, wir geniessen es, wir werden den Weg geniessen, wir werden Pause geniessen und ja, in diesem Sinne. Ja, bis später. Tschüss, tschüss.
Hallo miteinander. Hallo zusammen. Wir sind jetzt in Vienna. In Vienna angekommen. Das ist jetzt schon der vierte Besuch. Wir sind jetzt in unserem Hotelzimmer. Das Wetter ist hervorragend. Wir haben schon geduscht, wir haben etwas gegessen in einer lustigen Bar mit einem lustigen Inhaber. Wir haben den Weg heute sehr genossen. Es war richtig schön. Sehr interessant habe ich gefunden. Wir haben einen älteren Herr gesehen mit einem Wägel, wo er drauf gehockt ist und umgefahren ist. Und die Leute haben ihm geholfen, wenn es etwas schwieriger war bei der Passage, dass man das Wägel aufbringt oder über den Stein bringt. Er hat ein Handicap beim Laufen. Ich glaube, das linke Bein ist etwas schwierig. Und darum geht er mit dem Wägel und er hat eine riesige Freude. Er hat uns überholt und so, voilà, Geronimo! Total herzig. Ja. Er hat richtig den Blau, er ist wirklich richtig der Blau. Er ist wirklich extrem schnell unterwegs. Ja, 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 er hat uns echt überholt. Er hat den Schädel auf der anderen Seite gehabt. Ja, ja. Aber der Blau ist also. Ja, schon. Ja. Ah ja, Mandeln haben wir heute noch probiert. Frisch vom Baum. Also, sie haben einen Stein gehabt mit ganz vielen so Mandeln aufgehäuft und dann ist der eben dran, um sie aufzucracken. Aber macht das nicht. Es hat nicht frisch vom Baum. Das hat so, ich weiss, das haben wir auch schon in so einer Mandelpackung eine Mandel gehabt, die sich etwas komisch geschmückt hat. So, ja, die haben beide so geschmückt. Ich weiss jetzt nicht. Ich hatte so ein bisschen Lähmungserscheinungen gehabt dann an der Zunge. Oh. Ja, macht das nicht. Kaufen es lieber. Oh je. Ich bin momentan gerade noch ein bisschen auf glühenden Kohle, oder wie man dem sagen will. Weil mit der ganzen Bettbackgeschichte, ich tue mir den Kopf ein bisschen, aber ich sehe da gewisse Spuren. Das sind einfach mal die ersten Spuren. Hin am Hinterkopf sieht es noch viel schlimmer aus. Ich bin aber froh durch das Antiallergikum und durch Cortisonsalbe, dass wir da schnell reagiert haben, dass das nicht noch schlimmer wird. Ich kann jetzt einen Zustand, wo ich sagen muss, ich kann es knapp aushalten, dass ich nicht kratzen muss. Das letzte Mal war es viel schlimmer gewesen. Ich hoffe, es bleibt so, obwohl es geht in der Regel 2 bis 10 Tage, bis sich die Biss bemerkbar macht. Durch meine Allergie ist es sehr schnell gegangen. Auch am Rücken habe ich Biss, wo jetzt schon also so gross sind wie ein Tennisbälle. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, muss ich durch, das ist so passiert, das ist ein Teil vom Camino und man muss es positiv sehen, ja. Wir sind gesund sonst, das ist, ja, man muss es so anschauen, es geht vorbei, es ist einfach sehr, sehr unangenehm und ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Ich habe heute noch versucht, das Ganze kalt abzutauschen, das hat geholfen, das werde ich dann nachher nochmal machen. Einfach noch etwas Kurzes, wenn ihr ein Antiallergikum postet und die Cortison-Creme. Ich habe dort im Internet noch schnell geschaut, wie die genau Gebrauchsanweisung ist. Und das kommt eigentlich scheinbar in der Schweiz oder in Deutschland nur auf Rezept. Das ist auch noch lustig. Ich habe es einfach so über die Apotheke taken bekommen. Oh, okay, wieso nicht? Ja, es ist momentan, da muss ich durch und ich möchte eigentlich keine weiteren Worte darüber verlieren. Und wir haben die Lektion auf jeden Fall gelernt. Ja. Das machen wir nie mehr. Ja. Ich bin froh, dass ich, wie gesagt, ich habe es heute Morgen schon gesagt, dass ich das Liebli angehabt habe, Trainerhosen angehabt habe. Jetzt ist auch die ganze Konzentration wirklich auf dem Hinterkopf und da oben ein bisschen. Und auf dem Rücken ein bisschen. Ich habe eine heisse Badwanne gemacht, 60 Grad und mehr. Der Rucksack ist alles gewaschen. Die Kleider sind alles gewaschen. Also alles bis 60 Grad und mehr eingeweicht worden, so dass die allfälligen Bettwanzen, die dann sich vielleicht, sagen wir nur vielleicht eingeschlichen haben, dass die abgetört werden. Und jetzt würde ich das Thema eigentlich sein lassen. Wenn ich ab und zu erst mal einen gequälten Eindruck mache, dann ist es vielleicht wegen dem Punkt am Schluss. wir haben Städtli schon ein bisschen angeschaut, das ist wunderschön da. Da werden wir am Mond ein paar Bilder dazu liefern. Wenn man dann hat, ist das, das Dörfli gehen besichtigen. Ja. Nachher gehen wir noch schön zu Nacht essen, nehmen noch eine Badwanne und lassen es so, wie es gut geht. Ja, und dann noch ein bisschen Fernsehen schauen. Und so. Einfach ein bisschen genießen. Ja. Also. Gut, schön, dass ihr dabei gewesen. Danke fürs Zuschauen. Habt euch Sorge, bleibt gesund, passt auf Bettbox auf.
Schönen Abend. Schönen Abend und Buen Camino. Tschüss zusammen.